Hey, ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen heute mal zu einer Masterverse-Line. Es gibt ja mehrere Masterverse-Line, kann man sagen. Es gibt ja diese Revolution-Serie, Revelation-Serie, New Eternia-Serie, Princess of Power-Serie, NA-Serie. Ein paar gibt es auch noch, Summon-Serie. Summon zählt aber nicht eine Figur rausgekommen. Das zählt für mich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber es geht um die Serie, die da erschienen ist, da drin. Also kann man sagen, die Third Anniversary-Serie. Und zwar die beiden, es gab zwei Figuren damals, Sanrico Comic-Con, ein Doppelpark, He-Man und Skeletor, das fand ich sehr cool. Wieder nicht cool, dass es Sanrico Comic-Con war, kein Handel war. Aber es gab He-Man-Figur auch einzeln im Laden. Also ich fand die Figur sehr schön und die Line hat Potenzial gehabt, irgendwie, dass daraus hätte machen, mehr machen können, finde ich irgendwie. Also die Skeletor-Figur fand ich ganz so schön, aber He-Man finde ich sehr schön gemacht, kann man sagen. Also erstmal diese Karte mal vergleichen, gucken, eine Sekunde, mal vergleichen mit der Masterverse-Serie, auch He-Man passt ja irgendwie. Also man guckt die Karte hier irgendwie episch, irgendwie. Das ist nur blau, blau, das Logo schon allein, das ist irgendwie so richtiges 80er-Jahre-Feeling, das Logo schon. Dann He-Man Vintage kann man sagen in Masterverse-Line, sehr schön gemacht, sehr schöne Karte. Unterschied ist, an der Seite man ja hier He-Man stehen und da ein Bild, da nicht. Aber die Rückseite schon ist auch genial, finde ich. Also das guckt das Bild hier episch. He-Man, Battle Cat, Skeletor guckt ganz ängstlich versteckt. Ist war Skeletor gewesen, nein, war die Kiste gewesen. Also schon eine schöne Rückseite, finde ich. Ich hatte Figur bei Amazon bestellt. Nachteil war gewesen, Amazon, Grüße an XY, hat ja auch Probleme mit Amazon gehabt. Ich fand es echt daneben, dass Amazon hier so einen Aufkleber draufgeklebt hatte irgendwie. Das ist echt doof gewesen, so ein blöder Aufkleber. Den musste ich abknebeln, das war echt blöde Arbeit gewesen. Das ganz vorsichtig gemacht, nicht einreißen und so, das war nervig gewesen. Die Figur hat 30 € gekostet, das ist mein Einkauf diesen letzten Monat gewesen. Also das reicht, jetzt einmal eine Pause machen wir, ein bisschen sparen ein bisschen. Die Figur finde ich sehr, sehr schön gemacht. Vor allem, wie gesagt, das ist He-Man 80er Jahre, das Gesicht und so und die Rüstung, also einfach nur schön gemacht. Und vergleich mal irgendwie, was so gleicht irgendwie. Ich meine, wenn man so die beiden Figuren miteinander vergleicht, also der wirkt irgendwie schmächtig dagegen. Also der ist nicht dieser Muskelpaket, kann man sagen. Er ist ein bisschen dünner, kann man sagen. Ich würde sagen, er hier, rot hier, wird blaue Packung hier, wird die verkloppen, wenn sie miteinander kämpfen würden und so. Also ich finde auch irgendwie bei den Masterverse-Serien, den Adam irgendwie, der ist ein bisschen, soll ich sagen, Adam. Der ist ein bisschen 2000X, ein bisschen dünner und kleiner und so. Ich fand jetzt halt bei dem Masterverse, der nicht den Adam so Vintage-Teil hat wie der Adam bei den Origins. Ein bisschen muskulöser, so wir kennen halt irgendwie gleiche Rüstung. Also der ist eher vom Gesicht her, der wirklich freundlich irgendwie. Der guckt hier, wenn man so guckt, irgendwie He-Man, giftig, im Blick und so, wenn der entgegenläuft, macht jeder Platz und so, der guckt richtig grimmig und so, also richtig nicht aggressiv, also doch ein bisschen aggressiv, cool halt, männlich und so. Er wirkt da irgendwie, ach, lass uns Blumen pflücken. Also das ist für mich ein Geschmack, entweder Sammlung angeht, irgendwie, ich glaube, wenn jetzt die richtige Rüstung kam, dann würde ich jetzt aus dem Masterverse Revelation, He-Man würde ich in Adam rausbasteln, wenn ich jetzt das in Umhang haben würde, irgendwie, warte mal, du diese Weste an, diese rosane an, dann, ja, wird passen irgendwie. Das ist ein Adam in meinen Augen. Wie gesagt, der ist besser, finde ich. Aber auf das Thema zurückzukommen, ich finde, Mattel hätte ja bei der Figur jetzt diese Line hier rausbringen können. Die Karte genial. Wie ich gesagt habe, es gibt mehrere Lines bei Masterverse, verschiedene Lines, die einander aufbauen. Aktuell läuft ja die Revolution-Line dazu, neu zugekommen jetzt bei Figuren. Ich würde es echt gut gefunden, wenn die damals diese Figur fortgesetzt hätten, die Line. Also die erstmal so kann man sagen, die Figur ist jetzt im Vergleich direkt so. Der hat keine Bauchmuskulatur, so wie der andere. Vergleich mal kurz mal irgendwie. Der hier hat Bauchmuskulatur, also den Bauch, also hier so bewegt, nicht Bauchmuskulatur, sondern Bauchgelenk. Da kann man hier hin und her bewegen, also bewegen. Der hat kein Bauchmuskulaturgelenk hier. Bauchgelenk, genau. Beine auch ganz gut, also sehr schön gemacht. Rüstung, alles perfekt, die Figur, finde ich sehr schön gemacht. Und diese Line hätte er fortsetzen können. Also, das ist in meinen Augen eine andere Version, Umsetzung, ein bisschen so an die Classic orientiert. Also das ist in meinen Augen eine hochwertige Classic 2.0-Line, das werden können, weil die Figur echt toll gewesen ist. Und da frage ich mich echt, warum Mattel jetzt nicht die Line fortgesetzt hätte. Die hätten ja, sagen wir mal, jede Line, die rauskommt, letzte Mal, die letzte Wave, muss ich kurz gucken, letzte Wave, die rausgekommen ist, neue, war ja Trap-Show gewesen, neue Verpackung, wissen wir ja. Diese Line zum Beispiel, da war ja drin gewesen, Teela Sorceress, das war Revolution, war das gewesen. Dann gucken wir Skeletor, Revolution. Man at Arms war, ich bin ganz sicher, New Eternia und Treppstuhl auch New Eternia, genau. Das sind ja verschiedene Lines, die rausgekommen sind, bei allen Lines so gewesen. Hätte man ja diese Line fortsetzen können. Jedes Mal, jeder Wave, da vier Figuren rauskommen können, hätte man ja jede Wave, die rausgekommen wäre, noch so eine
Classic 2.0, will ich dazu sagen, rausbringen. Vielleicht meine nächste Wave, sagen wir mal, statt zum Beispiel jetzt letzte Wave bezogen, zum Beispiel, ich guck mal ganz kurz, hätte man ja die Teela weglassen können. Zum Beispiel, Teela als Sorceress finde ich grauenhaft. Oder Man at Arms Nummer 3.0, die dritte Version von Man at Arms weglassen können. Und dafür zum Beispiel so eine schöne Classic 2.0-Figuren reinpacken können. Das ist Stratos so Classic-mäßig, dann Merman, dann Trapshow. Trapshow gibt es ja schon. Trapshow. Also Trapshow finde ich ganz okay. Also Trapshow, der, mein New Turner Trapshow ist klasse, der ist super. Ist der, hätte man trotzdem noch, sagen wir mal, einen Classic-Trapshow da reinpacken können. Oder halt, wie gesagt, mehrere Figuren reinpacken können. Beastman zum Beispiel, zu der Classic und so, also die Classics teilgemacht. Ich hätte echt, ich finde es dämlich von Mattel, dass sie diese Line nicht vorgesetzt haben. Da sind die Packung schön, sticht ein bisschen hervor, hat ein eigenes Design, schönes alte Logo und so. Ich hätte es echt super gefunden, wenn da mehr Figuren rausgekommen wären. Außer Skeletor. Skeletor gab ja, wie gesagt, San Diego Comic-Con, Doppelpack mit He-Man. Hätte man doppelt gehabt, das Doppelpack kostet ungefähr bei Ebay gerade aktuell so 100 Euro dann, bei Gebieten 120 Euro, Pi mal Daumen. Ich finde es sehr, sehr schade, dass diese Line nicht fortgesetzt ist. Das ist echt, echt ein bisschen arm von Mattel. Also das wäre so ein Erfolgspotenzial gewesen. Ich kann mir vorstellen, wenn diese Figuren rausgekommen wären, die wären super gelaufen. Also, wie gesagt, das ich überlegst so irgendwie. Ich war jetzt bei Smith Toys gewesen, haben wir ja schon gesagt, die Tage mal. Das war was gewesen, das war Donnerstag gewesen, genau. Da haben die jetzt von dieser Wave zum Beispiel, bei diesen Masterverse-Figuren, haben die jetzt irgendwie die alle drei da, den da gehabt, also Skeletor, Man at Arms, Sorceress in massenweise da gehabt, er war weg gewesen. Das ist halt der Vintage-Faktor irgendwie. Der Man at Arms hat auch Vintage-Faktor, nur Man at Arms Nummer 3, viele haben schon den ersten, da gab es einen zweiten, also Duncan kam noch raus, ein dritter. Da sind zu viele Man at Arms, aber der ist weggegangen, obwohl es die zweite Version vorgegangen gewesen ist. Und das wäre genauso gewesen bei diesen, bei dieser Line hier irgendwie, dass diese Figur, wenn man so guckt, dass diese Figur direkt also weg gewesen wäre. Also ich vorstelle, so ein cooles Bild hier, es sind keine Charakter drauf, ist ein bisschen schade, finde ich. Also okay, gibt eigentlich Figur davon, sondern so ein Bild, also so Figuren rausgekommen, ja, jede Wave da eine einzige Classic, also Vintage, Masters Classic 2.0 drin gewesen. Ich hätte es gefeiert. Aber kann man nicht ändern? Was ist denn eure Meinung? Meint ihr jetzt irgendwie, es kommt nochmal was schön raus, so Classic 2.0 mäßig in der Line von Masterverse oder eher dieser Schwerb, ich habe schon gesehen, bald kommt König Keldor raus. Eine komische Figur. Keldor hat graue Haare bekommen, schwarz-graue Haare, das ist nicht so schön. Finde ich nicht doof. Hier haben wir so ein Classic, so ein Keldor 2000, Keldor, genau, Keldor 2000X mäßig gewünscht, also cool gewesen, stylmäßig oder eine Classic-Version halt, nicht dieses, meine Classic war ja damals gewesen, Keldor war ja so ein Schlumpfblau gewesen, vielleicht auch nicht verstanden, dass Keldor damals Schlumpfblau bekommen hat bei den Classics, so einen richtigen passenden Farbton, so eine Classic 2.0-Version bei dem Masterverse drin von Keldor war cool gewesen, finde ich. Dann sagen wir jetzt bald und ciao!